Wer hat nicht schon mal mit einem Hochbeet geliebäugelt und sich gefragt, ob sich das denn für den Garten lohnt? Bei mir geht es immer um den Garten und heute geht es um Hochbeete. Hier sind 5 Vorteile und 5 Nachteile, die Hochbeete so haben. Die Vorteile. Erstens, ein Hochbeet macht Garten unabhängig. So kann man Gemüse anbauen, ohne überhaupt einen Garten zu haben. Denn ein Hochbeet kann auch auf den Balkon oder die Terrasse gestellt werden oder auf einen gepflasterten Hof. Ein Hochbeet kann dort stehen, wo der Boden schlecht zu bearbeiten ist und eigentlich kann man es überall hinstellen, wo sonst kein Garten möglich wäre. Aber auch Gemüse, das im Garten verkümmert, weil der Boden zum Beispiel ungeeignet ist, profitiert von einem Hochbeet. Wurzelgemüse wie Möhren und Pastinaken zum Beispiel haben im Hochbeet ideale Bedingungen. Zweitens, ein Hochbeet ist rückenschonend. Kein Bücken mehr beim Ernten, Jäten und Pflanzen einsetzen. Man rutscht auch nicht mehr auf den Knien am Boden herum und man muss nicht mehr umgraben. Ein Hund kommt auch nicht hoch, um Löcher zu buddeln oder sonst etwas zu hinterlassen. Drittens, Hochbeete gibt es in vielen Größen und verschiedenen Materialien, fix und fertig zu kaufen. Zum Beispiel aus Holz, Metall, Weidengeflecht, Aluminium oder Gabionen. Man kann ein Hochbeet aber auch selbst bauen. Und so kann man das Hochbeet auch rund oder oval und so breit und hoch bauen, wie man möchte und wie es am besten in den Garten passt. Ungenutzte größere Behälter, nämlich alte Kunststoff-Wasserfässer, undichte Holzfässer oder die IBC-Tanks kann man so aber auch noch nutzen und so zweitverwenden. Viertens, aus Hochbeeten lässt sich ebenfalls schnell und mit wenig Aufwand mit Vlies oder Folie ein Frühbeet oder Mini-Gewächshaus zaubern. So kann man auch noch besser die Wärme nutzen, die ein Hochbeet selbst produziert. Und je nachdem, aus welchem Material das Hochbeet ist, erwärmen sich so auch noch die Außenwände des Hochbeets. So kann man viel früher im Jahr mit der Aussaat und auch mit der Ernte beginnen und so lässt sich auch die Pflanzzeit über die ersten Fröste hinaus verlängern. Die Pflanzen wachsen unter diesen optimalen Bedingungen mit Vlies als Decke und mit warmen Füßen viel besser. Gut ist das vor allem für wärmeliebende Kräuter wie Basilikum oder Gemüse wie Tomaten und Paprika. Fünftens, mit einem Hochbeet ist auch endlich Schluss mit den Wühlmäusen, sofern man unter dem Hochbeet ganzflächig ein engmaschiges Gitter anbringt. Endlich hat man auch keine Schnecken mehr, denn die kann man mit einem Hochbeet erfolgreich abwehren. Entweder mögen sie das Material nicht, aus dem das Hochbeet besteht, und krabbeln erst gar nicht nach oben, oder man kann sie viel besser abwehren und auch, falls sie doch hochkommen, viel einfacher absammeln. Weiterhin nachts mit der Taschenlampe, aber dafür nun ohne sich zu bücken. Die Nachteile. Erstens, die Anschaffungskosten, falls man nicht selbst baut und das Material sowieso schon hat, sind erst einmal hoch. Ein gekauftes, aber auch ein günstiges, selbstgebautes Hochbeet aus Holz oder Paletten verrottet selbst mit Folie ausgekleidet relativ schnell, so dass man nachbessern oder doch neu kaufen muss. Wer bei Spaziergängen durch Wohngebiete mal auf die Gärten achtet, entdeckt dabei so einige von halb kaputten und aufgegebenen Hochbeeten, die, warum auch immer, erst gar nicht mehr repariert oder neu bepflanzt werden. Zweitens, die erste Befüllung ist sehr aufwendig. In ein 1,6 Meter langes, 80 cm breites und 80 cm hohes Hochbeet passen 1000 Liter Erde hinein. Diese Erde muss man erst einmal haben. Wohl dem, der sich gerade einen Teich baut, denn der hat Erde im Überfluss, je nachdem, wie groß der Teich wird. Wer sowieso keinen Teich plant oder längst einen besitzt und nur einen kleinen Garten hat, der wenig Kompostmaterial abwirft, muss Erde zukaufen. Ein Hochbeet mit Erde zu füllen, kostet aber auf alle Fälle Muskelkraft beim Schleppen und Schaufeln. Drittens, wer das Hochbeet schichtweise aufbaut und diese Schicht erhalten will, muss das Hochbeetinnere regelmäßig neu aufbauen. Im ersten Jahr bereits sackt auch die Erde gewaltig zusammen. Die unterste Schicht aus Strauch und Heckenschnitt ist daran schuld, denn die ist schnell platt. Aber im ersten Jahr setzt sich auch schon die normale Erde, weil sie noch nicht genug verdichtet ist.
Man kann das Ganze, um bereits im ersten Jahr weniger auffüllen zu müssen, erst einmal hügelbeetmäßig anlegen. Um das regelmäßige Auffüllen kommt man aber nicht herum und spätestens nach 5 bis 7 Jahren ist auch von den Schichten nichts mehr übrig. Viertens, Hochbeete haben einen hohen Platzbedarf. Auch wenn man ein Hochbeet sehr dicht bepflanzen kann, sind Hochbeete eher was für Liebhaber als denn für Selbstversorger. Gartenbeete kann man viel flexibler anlegen, größer oder kleiner und auch einfacher erweitern. Der Platzabstand zwischen zwei Hochbeeten sollte mindestens 90 cm betragen. Eine Schubkarre oder ein Rasenmäher sollte noch durchpassen. Auch ohne dass herabhängende Pflanzen dabei beschädigt werden. Die Schubkarre ist wichtig zum Befüllen des Hochbeets. In einem Gartenbeet reicht ein schmaler Pfad für eine Schubkarre. Braucht man ein Gartenbeet nicht mehr, dann wächst dort einfach Wiese. Ein ungenutztes Hochbeet im Vergleich dazu sieht aber ziemlich doof aus, wie wir ja nun von den Spaziergängen durch die Wohngebiete wissen. Fünftens, Gießen. Die Hochbeeterde trocknet schneller aus als die Erde im herkömmlichen Garten. Das liegt zum einen am Aufbau des Hochbeets, an der Materialschichtung, die nämlich die erwünschte Wärme erzeugt, und durch die lockere Erde läuft Gießwasser aber auch so viel schneller durch die Erde nach unten und je nachdem, aus welchem Material das Hochbeet ist, erwärmen sich auch die Außenwände und lassen so auch noch das Wasser schneller verdunsten. Das war's zu den Hochbeeten. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen weiter bei der Entscheidung für oder gegen ein Hochbeet. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich natürlich über ein Abo freuen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal bei Gewi Garten. Tschüss!